Es ist das 11. Duell zwischen Kevin Painter und Jamie Caven. Caven liegt mit 7:4 Siegen vorne. Er hat das letzte Match gewonnen. Das war in diesem Jahr, 2016 im April, ein knappes 6:4. Painter, der insgesamt ja ein frustrierendes Jahr 2016 erlebt. Was sagen die Wettanbieter? Die Quoten haben wir kurz gesehen. Sie sehen Caven als leichten Favoriten. 30 Jahre, nein, 37 ist er alt, er ist die aktuelle Nummer 30. Auch Painter inzwischen ja in der Weltrangliste ein bisschen abgesackt, wird nur noch auf Rang 46 geführt. Ein ehemaliger Top-10-Spieler. Schaut dir einer, gegen den du auch im Eli Pelli gespielt hast. Ja, mein letzter Auftritt Eli Pelli, da hatte er schon so anfänglich seine Formkrise und ich war gut aufgelegt und am Ende hat er die beste Vorrunde überhaupt in dem ganzen Turnier abgeliefert und mir richtig schön einen reingewürgt. Aber es gab ein Lied zu Null, das konnte der Seiler verhindern. Sattes Lecker, da sich gerissen aus den toten kalten Händen des Kevin Painter. Aber was soll man tun? Der Mann ist nicht umsonst mal in ein Finale gerannt, hat die Führung verzockt gegen Taylor. Sonst hätte er mit einem WM-Titel die Heimreise angetreten. Also ich habe mit Kevin Painter schon in den 90er Jahren gespielt, als noch BDO war. Da haben wir uns schon gegenseitig an Bord ordentliche Paroli geboten. Aber diese WM hatte ich mir gedacht, das kann ich nur gewinnen gegen ihn. Und da hat er mir mal eben gezeigt, so easy going ist das gegen den Artist nicht. Ja, Kevin Painter, einer aus der Generation Spieler, die ja, also Schwierigkeiten haben, der Zeit mitzugehen, die sich gegen die jungen Spieler schwer tun, der viele, viele enge Matches in diesem Jahr verloren hat. Vielleicht noch ein Satz zum Modus. Hier bei der WM gilt ja der Set-Modus. Das heißt, ich brauche 3 Legs, um einen Satz zu gewinnen. Und hier in Runde 1 brauche ich 3 Sätze, um mich durchzusetzen, um in die zweite Runde einzuziehen. Und der Caller dieser ersten WM-Partie, das ist The Voice, Russ Bray. Oh, da haben wir Andy Fordham, auch ein BDO-Weltmeister, mal dick, mal dünn, mal mit Haare, mal ohne. Heute ist er wieder wunderbar in Farbe und fit, räumig, eine absolute Legende, monströser Spieler, geiler Typ. 167 Punkte, das ist theoretisch natürlich möglich, das zweithöchste Finish. Painter kann das nicht schaffen mit dem ersten Wurf in die Triple 5. 78, Triple 18, Doppel 12, 18, 20, Doppel 20, das ist die einfache 18. Das ist die 5, 55 Rest, erster Fehler und damit die erste Chance gleich zum Break. Der tut sofort mal weh. Ja, aber das der war ja wird so ein großes ihm Feld. Nicht schmecken, ja? Ja. Vielleicht einfach auch eine anfängliche Nervosität. Ja, genau. Sie haben beide kein gutes Jahr gespielt. Auch Caven, einer, der an den Top 20 schon dran war und der jetzt so peu à peu ein bisschen nach hinten gefallen ist in der Weltrangliste. Doppel 18, ja, sitzt. Das erste Leck dieser WM 2017 geht an Jabba. Facebook.com/darts.elmar-paulke. Sie sind selbstverständlich heute, morgen, die nächsten Tage bis zum 2. Januar aufgefordert und herzlich willkommen, mit uns hier am Kommentatorenplatz in Kontakt zu treten. Wenn Sie Fragen haben, wenn es ein Anliegen gibt. Shorty beantwortet viele Fragen. Das kann auch mal abseits des Darts sein. Oder auch die neue Facebook-Seite, die relativ neue Facebook-Seite von Sport1 Darts. Der ein oder andere verirrt sich ja mal auch auf meine Seite. Diese Facebook-Geschichte hat halt mit meinem Namen zu tun. Dann Thomas Seiler da reinhacken statt Emma Porke. Dann gibt es vielleicht auch mal die ein oder andere Ansage. So. Painter hier schon in Schwierigkeiten mit seinem ersten Anwurfspiel. Caven den etwas, aber auch nur etwas besseren Start. Und auch hier wieder ein kleiner Ausreißer, der einfach wehtut, weil das kostet 3 Darts. Geht er in die 20, hat er einen Finish. Er geht in die 5, kein Finish. 166 ist eine dieser Bogey-Zahlen. Und das ist Painter 180. So, jetzt ist Painter hier mit dabei. 44 Rest. Er kommt auf jeden Fall ran, weil Caven kein Finish stehen hat. Aber mal sehen, wie es auf die Doppel funktionieren wird. Beide noch mit einer Menge kleiner Fehler, mit einer Menge Ungenauigkeiten. Doppel 20, Doppel 10.
Es muss abschließend ein Doppelfeld sein. Wir wissen, zur Weltmeisterschaft schalten immer wieder auch die Zuschauer ein, die sich sonst nicht so mit der Sportart Darts beschäftigen. Wir verstehen zum einen nicht, warum sie das nicht tun, aber freuen uns dennoch, dass sie hier mit dabei sind. Also Doppelfelder zum Abschluss, diese schmalen Felder im äußeren Ring des Boards. Das heißt, bei 10 Punkten Rest, jetzt hier bei Kevin Painter, muss es die Doppel 5 sein. Denn 2 mal 5 macht 10. Warum bist du mit einem kleinen 1x1 wunderbar unterwegs hier in dieser Sportart? Alles machbar. Oh, der plumpst ihm. Jetzt letzte Triple vor die Füße. Kein Maximum für Jabba. Das ist ärgerlich. Ja, Jamie Caven, einer, der doch eine bewegte Lebensgeschichte hat, bei dem mal Krebs diagnostiziert wurde, als er ja, so Anfang 20 war und dann 3-4 Jahre im Rollstuhl saß, nie mit dem Dartspielen aufgehört hat. Er sagt, der Sport hat ihm so viel gegeben und ihn irgendwie da auch durchgebracht durch diese schwere Zeit. Ist ja auf einem Auge blind. Auch das gibt es, einen Profi-Dartspieler, der nur auf einem Auge sieht. Es gibt sogar blinde Dartspieler, die auch Zuruf werfen. Es ist ein wahnsinnig kompletter Sport für wirklich fast alle Sachen. Es gibt auch Rollstuhlfahrer, die Dart spielen. Das gab es schon vor 20 Jahren. Mein Kumpel Frecki im Bremerhaven damals, der hat mir schon vor 20 Jahren Paroli geboten, im Rollstuhl sitzend. Also Möglichkeiten gibt es da viele, diesen Sport auszuüben. Schaut ihr, und wir werden am 27. Dezember, also am Tag, es gibt ja über Weihnachten die Pause, diese dreitägige Pause in diesem Jahr, da werden wir Kevin Barth hier am Kommentatorenplatz begrüßen. Der ist tatsächlich blind und der verfolgt die Matches, obwohl er sie nicht sieht. Und das ist ein Insider der Szene, der ist so nah dran, der liebt diesen Dartsport. Und wir haben gedacht, den werden wir mal einladen, um das mal mitzuerleben, wie er das hinbekommt. Also der Caller für ihn natürlich ein ganz wichtiger Mann, über den er hört, wie die Punkte geworfen werden. Und er rechnet alles mit. Das wird mit Sicherheit spannend sein. Caven verpasst die Doppel. Und damit haben wir hier die nächste Break-Möglichkeit für Kevin Painter. Man merkt in der Anfangsphase schon beiden an, es heißt nur irgendwie durchkommen, irgendwie ein Erfolgserlebnis einholen, das es nicht allzu oft gegeben hat in 2016. Das Break für Painter und jetzt fehlt ihm nur noch ein einziges Leck, um den ersten Satz zu gewinnen. Bei einem 3:1 führst du in den Sätzen mit 1:0. 3 Sätze braucht man für das Erreichen der zweiten Runde. 27. Das war mal ein interessanter Start für Kevin Painter. Du machst das Break, du bist voller Selbstvertrauen und du schmetterst den ersten Dart und er geht nicht dahin, wo du willst. Und er kriegt es kaum korrigiert, nur 27 Punkte. Und da kann Kevin natürlich gleich wieder einsteigen, um dieses Break zu löschen, um dann seinerseits den Angriff zu wagen. Aber hier haben wir Kevins zweite 180. Ja, und der scheint jetzt so ein bisschen Spaß zu bekommen. Der scheint ein bisschen Lockerheit zu erreichen, was wichtig ist. Immer wieder ein ganz schmaler Grat. Fokussiert sein und Druck ausüben wollen und trotzdem die Lockerheit dabei nicht verlieren. Richtig, und gerade auch eben, wie gesagt, ein schönes Break gelandet zu haben und dann eben wieder die Ruhe zu finden, dann deinen eigenen Aufschlag durchzuziehen. Das ist schwierig, weil dieses Dartspiel ist natürlich auch verdammt schnell. Fix, fix, fix. Du hast gerade einen guten Moment und im nächsten Moment schraubst du dein Dart an der Single 20 vorbei, um dir einen Finish zu stellen. Also das ist schon alles relativ schnell aufeinander. Schlagende Ereignisse in deinem Spiel. 95 noch für Painter. Und ich denke mal, er wird auf Bull gehen. Nee, er geht runter auf 19, also 76 stehen. Aber die Breakchance für Caven ist da. 101 Rest, 82 Rest. Ja, das sollte das Bullseye sein für die Doppel 16. Jetzt steht die 40. Painter kann den ersten Satz zumachen. Wichtig für ihn. Der will hier in Führung gehen. Doppel 8. Ja, ist drin.
Und das ist eine kämpferische Geste von The Artist. 1-0 Führung für ihn. Zurück in der West Hall des Alexandra Palace, zurück zur allerersten Partie der World Darts Championship 2017. Kevin Painter, die aktuelle 46 der Welt, hat sich den ersten Satz gesichert und führt damit 1-0 gegen den Weltranglisten 30. Jamie Caven. Ja, eine bessere Start bei Jamie gewesen. Hashtag, liebe Zuschauer, für diesen ersten WM-Tag. We are back. Yeah. The boys wir sind wieder da. Wir sind grenzenlos optimistisch, dass es hier jede Menge Charity-Talos einzusammeln gibt für die Parkinson-Hilfe von dem guten... jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Dave Clark. Dave Clark, siehst du, ja. Dave Clark hat dieses Jahr sehr, sehr viel losgetreten für die Parkinson-Forschung und Hilfe und auch natürlich die PDC. Dave Clark ist der Moderator von Sky Sports England. Genau. Ja, es wird übrigens für einen neuen Data, auch das hat man heute erst korrigiert. Eigentlich hätte es ein Preisgeld von 5.000 Pfund geben müssen, nachdem im letzten Turnier der neuen Data gefallen ist. Alan Norris hat ihn geworfen bei den Players Championship Finals. Man legt ansonsten immer wieder 5.000 Pfund Bonuspreisgeld obendrauf. Man hätte also wieder beginnen müssen. Da hat der Chef der PDC, Barry Hearn, gesagt, nein, wir packen 20.000 gleich mal obendrauf. Also, wenn der neue Data geworfen wird bei dieser WM, gibt es einen Bonus von 25.000 Pfund. Und 9.000 davon in die Parkinson-Stiftung. Für jeden Neuner. Für jeden Neuner, der geworfen wird, ja. Nicht davon, sondern zusätzlich natürlich. Zusätzlich, hat nichts mit dem Bonuspreisgeld für den Spieler zu tun. Es rasseln Fragen hier ein. Seid bitte nicht böse, wenn wir auf einzelne Fragen nicht eingehen können. Viele beschäftigen sich damit, wann welcher Spieler denn ran muss in der ersten Runde. Vielleicht mal zunächst zu den Deutschen. Also Dragutin Horvat spielt kommenden Dienstag. Der muss in die Vorrunde gegen Koltsov, den Russen, und hoffentlich dann später im letzten Match des Abends gegen Simon Whitlock ran. Zwei Tage später, am Donnerstag, am 22. darf dann Max Hopp antreten gegen Vincent van der Voort. Ein Abend, an dem auch Dave Chisnell unterwegs sein wird gegen Roby John Rodriguez oder auch Jelle Klaassen. Und wenn wir dann am Sonntag vielleicht mal reinschauen, der Sonntag ist der Tag, an dem Phil Taylor spielt, trifft auf einen der Qualifikanten, John Bowles oder David Platt. Das haben auch viele gefragt. Und Michael van Gerven, der wird am Samstagabend, also übermorgen, seine erste Runde spielen. Der ist ja gewarnt aus dem letzten Jahr, als er in Runde 1 fast gegen René Adams verloren hätte, den Deutschen. Auch das ist immer wieder eine Frage. Ist Adams nicht mit dabei? Ist Sascha Stein nicht mit dabei? Nein, sie haben sich einfach nicht qualifizieren können. Es sind zwei Starter hier mit von der Partie. Mehr haben wir leider nicht. Die Österreicher sind besser vertreten. Natürlich allen voran mit Mensur Suljovic. Aber auch Soran Lerchbacher ist mit dabei. Roby John Rodriguez, eben schon angesprochen. Okay, verpasst Bull hier, ist höchst unter Druck hier, schon wieder in der ersten Runde geht sein Gameplan in meinen Augen so gar nicht auf, aber dann lässt Painter nochmal ein Türchen auf, indem er sich selber ein Dart aufs Doppel klaut. Er bekommt nur einen fürs Break auf die Doppel 16 und der ist nicht so ganz unwichtig. Ja. Ja, und die Fans hier, Pelli haben sich eben zum ersten Mal erhoben mit dem schönen Lied Stand Up If You Love The Darts. Jetzt setzen sie sich wieder. Viele Weihnachtspullis sind mit dabei. Caven gleicht aus 1-1 in den Legs. Übrigens, was den Spielplan betrifft, was den Turnierverlauf betrifft, auch natürlich das Turnier-Tableau, das Draw, alles nachzulesen auf sport1.de oder selbstverständlich auch auf der Sport1-Darts-App, die es ja kostenlos zum Download gibt. Ein wichtiger Satz für Caven. Der will logischerweise nicht mit 0-2 in Rückstand geraten.
einer, der 7 Pro Tour Turniere gewonnen hat, der auch mal so ein Wochenende hinlegte, wo er an einem Samstag und am Sonntag, also gleich 2 Turniere gewann. Das haben gar nicht so viele Spieler in der Geschichte geschafft. Aber ein Major-Titel war noch nicht dabei. Bei Painter war es ja fast der WM-Sieg 2004. Und man dachte, jetzt ist er drauf und dran, einen Major-Titel zu holen. Und dann brauchte er doch noch bis 2010, bis zu den Players Championship Finals. Hat also ein großes Ding gewonnen. Das sind nur 41. Das schmeckt ihm nicht. Er hat den Finish-Bereich nicht geschafft. Das wollte er unbedingt hinbekommen. Auch das wäre nur eine Single 18 gewesen. Er haut ihn in eine 1. Das sind auch wieder Ungenauigkeiten. Vielleicht wirklich, wie nennt man das hier, zu schnell mit den Gedanken schon. Alles klar, ich habe 164 Rest. Und es waren dann am Ende doch nur eine 1. Und so macht er sich das Leben natürlich schwerer und schwerer. Und dann fängt wieder der Kopf an zu schreien. Was ist hier los mit dir, Kevin? Du hattest doch alles in Ruhe. Wieso hast du jetzt auf einmal wieder Probleme? Jetzt kommt dieses, ja gut, wie es die 140 hat gepasst, weil die Breakdarts von Kevin kommen nicht zu einem Wurf aufs Doppel. Er schafft wieder mit beiden Aufnahmen nicht die 67 Punkte zu erreichen. Oder die 57, die er gebraucht hätte. So, 41 für Painter. 2 Darts auf Tops für die 2-1-Führung. Der erste ist im O. Und der zweite ist im Auch. Der ist im Nein. Doppel 12, Breakdarts Caven. Zum 2-1. Ups, eigentlich ein ganz guter Marker. Ja, da soll er hin. Die Doppel 12 getroffen. 2-1 Führung, hat jetzt eigenen Anwurf und kann damit also diesen zweiten Satz klar machen. 4 Partien sind es insgesamt heute Abend. Hier im Anschluss gibt es das Match von Jamie Lewis aus Wales gegen Mick McGowan aus Irland. Dann kommt der Titelverteidiger, der Flying Scotsman, Gary Anderson, an 2 gesetzt, hinter Van Gaven als Nummer 2 der Welt. Anderson spielt gegen Frosty. Frosty the Throwman. Yes, sir. Mark Frost. Mark Frost. Und dann abschließend der Bully Boy Michael Smith gegen Ricky Evans. Egal, wie das Ergebnis sein wird, es wird ein schnelles Match sein. Das Ricky Evans glauben. Ist, glaube ich, der schnellste er von der allen. Schnellste, ja. Van der Voort hat zwar den Titel, schnellster Werfer auf dem Planeten Erde zu sein, aber Ricky Evans, das ist unfassbar. Wird also nochmal anspruchsvoll dann auch für die Regie werden hier am Ende des ersten WM-Tages. So, und jetzt haben wir das, was wir aus dem Alexandra Palace kennen. Es geht zum einen die Laola um. Die Spieler haben nicht das ganz hohe Niveau, was sie ja uns zeigen bislang. Das sind Averages von knapp 90 Punkten. Caven steht bei 88, Painter bei 87 Punkten. Was machen die Zuschauer? Sie fangen ja an und inszenieren sich selbst. Das sind 6. Triple 1 macht 6. Und das sind 63. Und das ist die Seite, deshalb tut Darts auch manchmal weh. Weil du wirklich dieselbe Motion, du hast denselben Bewegungsablauf und das Ding geht um 1 Millimeter nach rechts. Der zweite wird vom Flight abgecasht, geht wieder nach rechts. Du hast ein tolles Gefühl, es steht gut, es sieht alles toll aus und du machst 6 Punkte. So, Kevin konnte sich nochmal zusammenreißen, rein in die Triple 19 jagen, aber es bringt ihn in diesem Lex wirklich nicht mehr wirklich nach vorne. Und schau dir das mal an, ja, es stehen alle in diesem Alley Pally hier in der West Hall. Die sind genauso heiß wie wir alle auf den Start dieser WM. Nun gibt es die nächste Chance für Jabba. Keine Single 14. Da sind wir bei Doppel 12. Und wieder die Doppel 12. Vorbei. Und 102 Punkte kann Painter natürlich mitnehmen. Könnte jetzt eine letzte Chance sein, hier doch noch was auszurichten im zweiten Satz. 82 Rest. Triple 14 oder Bullseye? Triple 14 für Tops. Starker zweiter Dart. Der ist deutlich drunter. Und das hat Painter schon so oft erlebt in diesem Jahr. Immer wenn es wichtig wurde, hat er die Doppel nicht getroffen. Und dann gewinnst du einfach auch zu wenig Matches. Dann gewinnst du am Ende viel zu wenige Matches. Und das ist die Doppel 6. Caven holt sich also Satz 2. 1-1. Dritten Satz. Das heißt, kommt es zu einem Entscheidungsleck, zu Leck Nummer 5, hätte er den Vorteil anwerfen zu können. Genau, Start hier aus der kleinen Pause und auch aus der kleinen Mini-Krise von Painter. One
Das ist eine Menge Arbeit für beide. Sie spielen beide nicht an ihrem Leistungslimit. Sie sind doch einen Tick weit davon entfernt. Aber es heißt dranbleiben, geduldig warten, immer wieder versuchen, um irgendwann dann auch häufiger diese schmalen Felder zu erwischen. Nur eine 60, kein Triple. Das schmeckt Painter nicht. Ziemlich aggressiver Typ. Das hat er nie abgelegt in seiner Karriere. War schon immer so. Ja, immer posing, posing. Will damit natürlich auch den Gegner beeindrucken. Aber das gelingt dir halt nicht mehr, wenn die Erfolge ausbleiben. Kevin lässt sich 60 Rest, aber Painters Break-Chance ist da, 104. 84. Er braucht ein Triple. Er braucht die Triple 20. Das sollte. Triple 16, dann er versucht für 36. Aber damit kann man auch starten. 104. Hast du die linke Seite, wo du mit der 16 startest, wie es auch die Nummer 1 der Welt macht. Ein Riesenfeld zur Verfügung und kannst dich immer wieder neu positionieren. Gut für Kevin in diesem Falle. Führung in Set 3. Jamie Caven, ein World Youth Champion, das ist schon ein Weilchen her. Er ist ja inzwischen 37 Jahre alt. Aber ein Talent damals in England gewesen, bei dem man dachte, komm, der kann vielleicht auch noch weiter nach vorne gehen. Dann war er eine Zeit lang dran an den Top 20. Hat, wie gesagt, 7 Pro Tour Events gewonnen. Aber hat das nicht transportieren können. Dieser Schritt in die Top 16, der ja so wichtig ist, weil man dann letztlich bei allen Major-Turnieren mit dabei ist, der ist ihm dann doch nicht geglückt. Tja, und Painter, ich bin wirklich gespannt, wie das bei ihm in den nächsten ein, zwei Jahren aussieht. Wir haben das genauso mit Andy Hamilton beispielsweise. Das ist der WM-Finalist von 2012, der sich auch so schwer tut, noch mitzuspielen. Na, irgendwo müssen sie auf der Strecke bleiben. Die Jungs, die wir lieb gewonnen haben, mit denen wir hier quasi groß geworden sind bei Sport 1, die jetzt ausgetauscht werden durch eine jüngere Version, nicht unbedingt aus demselben Land, aber einfach eine jüngere, aggressivere Version, die das erkennen, dass da richtig viel Asche drin ist im Pott und dass man eben am Oki, brauche ich keine Freunde, da brauche ich einen Doppel. Und abseits des Okis, da kann man sich dann vergnügen. Aber das ist halt, das ist ein Wandel in der gesamten Generationsriege des ganzen Darts. Das ist eben so eine Sache, wie wir das an die Hamilton sehen, riesig aufgekommen, groß in den Anfangszeiten bei Sport 1 dabei und dann wurde es auf einmal still um ihn. Es ging ja nicht nur um ihn, es ging um viele, viele andere auch, wie Colin Lloyd. Damals, als wir gestartet sind, war das die Nummer 1 in der PDC-Welt. Den hört man heute gar nicht mehr. Der hat immer mal wieder versucht, eine Q-School zu überstehen und kriegt es nicht hin. Und der Mann war Nummer 1, Freunde. Also dieses Level ist dermaßen hoch. Wir wissen ja schon gar nicht mehr, wer hier kein Zwölfer mehr in der Quali spielt, der kriegt ja schon einen auf die Zähne. Also es ist ein Hardcore-Weg, sich hier jetzt reinzufighten. Die Q-School wird immer, immer beliebter. Wir sind mittlerweile, ich glaube, letztes Jahr bei über 400 Leuten gewesen, die sich die Tourkarte erspielen wollen. Und dieses neue Jahr wird nicht minder uninteressant für Spieler, die sich da reinarbeiten wollen. Also der Boom ist einfach da und die Leute, die wir halt kennen, die haben einfach Schwierigkeiten, den Anschluss zu halten, inklusive mir, den Anschluss zu halten und zu finden. Die müssen sich erstmal selber wieder finden und dann wieder Spaß an dem Sport finden. Und dann geht das auch wieder seinen Gang und seine Richtung. Die Qualität ist einfach riesengroß. Ja, der Spaß kommt meist ja durch den Erfolg. Genau. Schauen wir hier auf die 8 Punkte Rest bei Caven. Doppel 4, Doppel 2. Ja. Und damit holt er sich die 2:0 Führung. Braucht also nur noch ein Leg. Für Caven die Gefahr, dass der so ein Déjà-vu-Erlebnis hat, nach dem Motto, schon wieder, ich treffe wieder nicht und das Mensch gleitet mir wieder aus den Händen, die ist enorm groß. Und das macht es natürlich nicht einfacher, in diesem Mentalsport-Darts. Der Glaube an sich selbst ist dermaßen wichtig. Und wenn du dir unsicher bist, dann werden die Darts das zeigen. Ja, da sind sie gnadenlos sozusagen. Und man sieht ja, man hat kaum Zeit, irgendwie was zu reflektieren. Irgendwie sich umzustellen und sowas geht nur in den Set-Pausen, dass man da sieht, Mensch, da und da mache ich Fehler oder sowas. Aber hier hast du ein Dart aufs Match und im nächsten
Anwurf ist der andere dran und wirft aufs Match. Also das ist eine echte Hardcore-Geschichte hier beim Dart. Das geht so ruckzuck. Da immer irgendwie seinen Fahrplan, seinen Gameplan zu haben und das durchzuziehen. Das kann der eine eben ein bisschen besser und der andere eben ein bisschen schlechter. Und deswegen haben wir natürlich diese Weltrangliste da am Start. Aber die ersten acht sind so konstant. Und das ist Fuddy Painter, ja, einer der größten Fans seines Sohnemanns. 141 Punkte. War jetzt die dritte 180 für Viatist. 101 Rest, hat noch keinen Druck, Haven noch nicht im Finish-Bereich. Bei jeder WM mit dabei, ja, der Vater von Kevin Painter. Ist heute erst angereist. 76, 56 Rest. 16 für die Doppel 20. Game 1-2. Das war ein Break. Damit ist Painter eigentlich wieder hier im Geschäft in Satz 3. Vielleicht noch mal ein Wort zur Distanz, was den Turnierverlauf betrifft. Ab der zweiten Runde heißt es Best of 7 Sets. Das gilt für Runde 2 und auch für das achte Finale. Dann im Viertelfinale Best of 9 Sets. Im Halbfinale Best of 11. Und im Finale Best of 13. Also da brauchst du, wie auch in den letzten Jahren, 7 Sätze, um dich dadurch zu spielen. Um die knapp 400.000 Euro einzuholen. Nie war ein Dart-Turnier so hoch dotiert wie diese Weltmeisterschaft. Gute 140 von Painter. Und da ist auch ein bisschen Hoffnung wieder im Gesicht seines Papas. Das sind 180, Rest 160. Das ist ein Finish. Aber ich weiß nicht, ob ich Caven das in diesem Moment zutrauen soll. Höchstes Finish in diesem Match hat Painter gespielt mit den 76 Punkten. Und über die 1 wird es ein bisschen schwierig. 159 Rest, 102 Rest. Fast sagen unmöglich. 83 Rest. Ja, es ist halt erste Runde, das ist einfach ein dreckiges Spiel. Die erste Runde, das muss einfach gewonnen werden, aufgefressen werden. Völlig egal, was da für Averages bei rauskommen und völlig egal, was da für eine Quote ist. So bei vielen Leuten, die wollen einfach nur da durchmarschieren. Aber jetzt ist Painter ein wenig arg gestenreich, weil er hier natürlich die Chance für Caven auf Bull fürs Set überlässt. Und der versiebt die Chance. Jetzt gibt es nochmal 3 Frische in den Finger von Kevin Painter für das 2-2. Und auf Tops. Ja, klasse. Passt. Guter Dart mitten ins Zentrum dieses schmalen Doppelfeldes. 2-2. Aber Caven eröffnet. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gehört, dass diese Weltmeisterschaft gerade für die Spieler, die jetzt an diesem ersten oder zweiten WM-Tag schon ran müssen, dass sich die WM fast wie zwei unterschiedliche Turniere sozusagen anfühlen. Du spielst jetzt deine Erstrundenpartie, du wirst in gut einer Woche, vielleicht sogar erst nach Weihnachten, deine zweite Runde bestreiten. Das sind 10 Tage dazwischen. Ja. Das ist schon, das sind 2 Turniere, ja. Also wer heute dran ist, der packt erstmal seine Sachen. Die zweite Runde beginnt am 23. Also nächsten Freitag. Wie gesagt, Max Hopp ist am letzten Erstrundentag mit seinem Match gegen Vincent van der Voort mit dabei. Shorty, auch das vielleicht wie an diesem Tag 1. Was traust du Dragutin Horvat und Max Hopp zu bei dieser Weltmeisterschaft? Also, die Prelim gegen Boris Koltsov für Dragutin Horvat. Da bin ich bei Dragutin. Ich glaube, dass er das gewinnen kann.
Und wenn er es dann schafft, seine, ja, seine Euphorie und seine Liebe zu dem Sport auf den Punkt zu bringen und dann eben in der ersten Runde gegen Simon Whitlock irgendwie zu bestehen, weil man auch weiß, Whitlock war jetzt auch noch nicht auf Top-Niveau und so weiter, aber was kann der Dragutin wirklich leisten? Er hat ein tolles Turnier in Riesa geschafft, aber ob das bei der WM auch funktioniert, er ist selber sehr selbstkritisch gewesen, wir haben es gehört in der Rote Elipelli, er will sich erstmal auf die Vorrunde fokussieren, er will unbedingt dadurch und hier sehen wir, Painter holt sich doch noch das Set. Was für ein Comeback von Painter in diesem dritten Satz. So, und den Maximizer, wir haben es erwähnt, der geht zum fünften Mal zu dieser WM. Grandios erstmal das geschafft zu haben, das ist ja schon mal eine Riesennummer. Aber jetzt ist es auch an der Zeit, dass er zeigen will, ey, ich habe gelernt, ich bin hier das ein oder andere Mal rausgeflogen, weil ich kleine Fehlerchen gemacht habe, aber das wird besser, das wird immer besser. Und Max hat Zeit, sich zu entwickeln und machen und tun, also ich denke mal, dieses Jahr will ich einfach sehr optimistisch sein und sage, komm, mach es, geh in die dritte Runde. Ich weiß, wir sind von lass ihn erstmal in die zweite Runde. Nein, gehen. Dritte Runde. Van der Voort, ein Jahr mit vielen verletzungsbedingten Problemen, gerade der Rücken schmerzt. Aber er sagt, es war in diesem Jahr zumindest so, dass irgendwann die Ärzte gesagt haben, pass mal auf, mit diesen Rückenproblemen musst du leben. Die werden wir nicht beheben können. Und diese Hoffnung hatte er eine lange Zeit noch. Und er sagt, er kann damit Darts spielen. Aber er hat nicht so viel trainiert, wie er das sonst immer getan hat. Vincent van der Voort, die Nummer 20 der Welt. Einer mit einigen Pro-Tour-Siegen, mit einem Major-Finale. Ja, und mit dem Verlieren erste Runde World Championship 2017 gegen Max Hopp. Alles auf seiner Habenseite, soll er alles bekommen, gar kein Thema. Ich bin grundlegend optimistisch, dass wir Deutschen immer wieder uns entwickeln und Schritt für Schritt weiter uns da reinbeißen in diese Weltelite. Und da ist Max nun mal verdammt nah dran, auch ein Gian Arthur ist verdammt nah dran. Und wir haben auch immer wieder diese Geschichten mit René Einhams, der eine tolle Partie abgeliefert hat, aber dann keine Q-School, keine Karte. Dann ist er zu den Challenge-Touren, hat sich da präsentiert, hat gemacht und getan. So, jetzt haben wir den nächsten Qualifikanten mit Dragutin Horvat. Also er konnte das dann auch nicht wiederholen quasi, um sich nochmal in den Elipelli zu peitschen, der gute René. Dasselbe in Grün ist Sascha Stein passiert. Also sind schon viele über die Bulls Super League dahin marschiert, aber dann eben an der Q-School, an der Basics eben nicht weitergekommen. Es ist ein gutes Sprungfeld für die PDC Europe, dass man hier zu der WM kommt, aber danach musst du dann eben auch bestätigen, musst deine Leistung bringen und das ist bis jetzt noch nicht vielen gelungen. Painter lässt diese Chancen hier aus, das erste Leck zu holen. War der drin? Der war nicht drin in der Triple 19. Und wieder erwischt Caven die Triple 1. Weitere Möglichkeiten. Doppel 6, 12 Punkte Rest. Das könnte das vierte Leck in Folge für The Artist sein. Doppel 3. Ups, kann er nicht mehr checken. Ist genervt, überwirft sich bewusst, um nochmal bei 12 Punkten gleich zu starten. Wenn er nochmal rankommt, das sind 36 Rest. Das soll die Doppel 18 sein. Doppelquote ist bei beiden so um die 30%, also jeder Dritte ist im Ziel kein besonders guter Wert. Okay, ran und vollenden. Ups, weit weg. Ja, er wollte auf keinen Fall die einfache 6 erwischen, weil die Doppel 3 den meisten nicht schmeckt. Auch der Vater weiß, da hat der Sohnemann ein bisschen Schwein gehabt. Zwei Lecks vom Sieg entfernt. Das waren in letzter Zeit oft jetzt Momente, bei denen bei Painter plötzlich das Spiel auseinanderbrach. Als er nicht mehr imstande war, dann die Lecks auch einzusammeln und über die Ziellinie zu marschieren. Ja, aber die letzten 10 Minuten sagen eigentlich Painter, weil Jabba macht sich das Leben unwahrscheinlich schwer. Er ist jetzt 4 Lecks in Folge, wo er dran ist, aber das auch nicht vollendet, sondern dem Painter beim Checken hier fröhlich zuguckt und er war 2-0 vorne, um sich das zweite Set zu greifen. Hat es dann eben 3-2 verloren und liegt jetzt 1-0 hinten. Die größeren Probleme liegen auf Seite Caven. Nur das bringt ja den Painter nicht dazu, jetzt alles zu treffen, was da rumläuft. Also der muss sich auch noch seine guten Dinge rauspicken, weil ihr seht das hier. Das ist jetzt sehr, sehr durchschnittlich, was da passiert, aber die Streckung im Arm ist schon elegant.
weit weg von seinem Ziel, von der Triple 20, auch da unten auf der 19 entfernt, weit entfernt vom Triple-Segment. Da sollen sie hin, 120, ja, vierte 180 bei dieser Weltmeisterschaft. Jabba hat noch keine und so langsam, aber sicher, denke ich mal, wird seine Laune auch so ein bisschen in den Keller gehen, weil einfach nichts funktionieren will, wie er sich das vorgestellt hat. So möchte er natürlich auch nicht in die WM starten. Jetzt mal so ein kleines, it's time for a little bit of magic. Die 116 müssen mal auf die Habenseite, wenn er noch was ansagen will. Wieder kein Triple in den ersten beiden Darts, bedeutet keinen Dart aufs Doppel für Jabba. 75 das gewesen. Und wie oft hat Jabba jetzt diese verflixte Triple 1 erwischt? Das gibt's doch gar nicht. Doppel 10. Ja, 2-0. Painter ist ein Leg vom Sieg entfernt. Ja, und hat den Vorteil jetzt auch noch anfangen zu dürfen. Ja, es fühlt sich alles ganz gut an für Kevin. Rausgekommen aus dieser Bredouille. Des dritten Sets, diese 0-2-Führung aufzuholen und in ein Setgewinn umzuwandeln. Das war der entscheidende Moment, den Jamie Caven nicht erleben wollte. Sieger dieser Partie trifft höchstwahrscheinlich in Runde 2 auf Phil Taylor. Das wird dann am 27. Abend sein. Dann hätten wir vielleicht in Runde 2, wenn Painter das hier macht, mal eben die Wiederauflage des WM-Finals von 2004. 13 Jahre später. Hat sich eine Menge getan seitdem. 190 Rest. 170, er will ein Triple, der bekommt es nicht. 169. Das ist kein Finish. Caven weiß, er hat 6 Darts Zeit für 170 Punkte. Und damit kann er in der Partie drin bleiben. Jetzt will er hier Druck ausüben. Er will rankommen. Das sind nur 25, das sind nur 45. War anders geplant. 86 Punkte Rest. Möglichkeit zum Break. Doppel 16. Oh, ist der weit weg. Doppel 8. Wahnsinn, was Caven zwischendurch für eine Streuung hat. Ja, das ist wirklich unglaublich. 124. Erste Chance zum Matchgewinn. 104 Rest. Triple 18. Bullseye. Ja, Bullseye. Matchstart für The Artist Caven Painter. Oh, und er setzt. Gratulation. Das erste High Finish. An diesem Donnerstagabend spielt Painter zum Matchgewinn zu seinem 3-1 Erfolg gegen Jamie Caven. Also, Painter trifft damit aller Wahrscheinlichkeit nach am 27.12. nach Weihnachten in der Abendsession auf Phil the Power Taylor, den 16-maligen Weltmeister. Und nicht nur Painter kann gewinnen, das ist das Schöne, sondern auch Sie zu Hause. Schauen Sie mal.